It Goes Again. Mit Hallo. Steffen und Jan. Grimworld heißt das Dawn. Spiel, was wir spielen. Grim Dawn? So wie jeder Grimworld sagt. Was ist denn Grimworld? Ach, Rimworld. Ich habe das mit Rimworld verwechselt. Nein, es ist kein Strategiespiel. Wir spielen einen Hack and Slay. Also ein Hacken nicht und Metzeln. Diablo-Klon. Ein Hacken und Metzeln. Ein Looten und Leveln aus der isometrischen Vogelperspektive mit der Maus und der Tastatur. Und wir verprügeln jetzt andere. Wir haben jetzt uns gar nicht Gedanken gemacht, was wir als nächstes angehen wollen. Rotting Soldiers ist fast fertig. Genau, ich habe gerade gesehen, danke für den Hinweis nochmal, Colonel Hogan V2, das habe ich aber selbst rausgefunden. Meine Waffe, ich habe dieses Chipped Claw da eingebaut, hat jetzt einen neuen Angriff. Ein Slam. Und erst dann kriege ich die neuen Fähigkeiten quasi so. Senior Barnabas? Nee, das war nicht mehr Barnabas. Hier, zusammen. Zack. Bisschen XP noch abgegriffen. Oh, Level 10. Ha, geil. Ich will auch. Jetzt ist es soweit. Ich kann mir jetzt eine zweite Klasse quasi aus. Wir haben die ganze Zeit irgendwie einen Sound, das ist ganz seltsam, oder? Ach, das, okay, ich darf nicht mal sagen, was es ist. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, jetzt kann ich mir eine zweite Fähigkeit aussuchen. Was nehme ich denn für eine? Ja, das weiß ich selber nicht. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ich werde wahrscheinlich den Soldier dann noch nehmen. Ja, der Shaman macht für mich keinen Sinn, weil hier steht, der excels in the use of brutal two-handed melee weapons. Das bringt mir aber nichts, weil ich mache ja zwei one-handed. Du könntest natürlich auch den Okkultist und Sachen beschwören. Das kann ich auch. Martin, hörst du mich? Wir hören hier die ganze Zeit Sound. Irgendwelche Teaser und Trailer. Ja. Ja. Mann, es verwirrt mich. Aber na gut. Ich nehme den Okkultist, ich beschwöre Sachen. Das ist immer gut. So, was haben wir denn hier? Familiar, Jack's Evil Eye. Burbage Village, wo könnten wir das denn sehen? Das gibt's. Das klingt schon nach Spaß. Summons one of the infinite eyes of Dreek, the great guardian of the hidden realm. The eye quickly speeds toward the target and then detonates itself. Gekauft! Jetzt alles gut, danke Martin. So. Wir können uns natürlich die Karte hocharbeiten. Wir müssen, warte, hier oben ist noch ein Quest, glaube ich. Ah ne, mit der haben wir uns schon gesprochen. Ja, wir können uns einfach nach oben gehen und das Portal in Burwich Village. Das ist hier oben. Mal bauen, ne? Ja, machen wir doch. Ja, komm. Machen wir mal ein bisschen Strecke jetzt noch. Ein bisschen Strecke, genau. Dann sehen wir bestimmt auch noch ein paar. Das heißt, wir treffen uns in Whitemire, ja? Yes. Alright. Dann sehen wir auch bestimmt noch ein paar andere Gegnertypen. Weil das ist schön, die kommen da echt Schlag auf Schlag, kommt da immer mal wieder was Neues. Das stimmt. Die Frage ist, wie? Ne, wir müssen. Kommst du bei dir hoch? Ja, hier geht's lang. Okay. Glaube ich. Weil in der anderen Richtung würde es auch weitergehen. Slam! Boom. 508 Schaden. Ja, wie ein Schweine hier. Gibt's richtig aufs Maul. Ach ja. Oh ja, die müssen auch noch slayen. Diese Bam. Ja, ich bin gerade ein bisschen. Ich hätte gern noch irgendwie so einen Support-Zauber, der fehlt mir jetzt gerade noch so. Weil ich mache halt, ne, nicht so wahnsinnig viel Schaden. Ach, Support, pipapo. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier noch, was brauche ich denn hier für? Hier brauche ich Physik für, hier brauche ich auch Physik für, dann mache ich mal Physik. Bam. Oh, und da oben ist auch noch was. So, zack. Ich mache nämlich gerade noch 100 Schaden. Oh, hier ist so ein Quest. Ja. Sudden Hollow. Bam. Oh, hier ist. Oh, wer ist er denn? Wer ist er denn? Milton Hart. Bumm. Was? Ich hab daneben geschlagen. Fuck. Did you miss? Ja. Tu es. Ist mein Auge. Aua. Nein, falscher Zauber. Das. Okay, mein komisches Auge macht gar keinen Schaden. Und mit gar keinem meine 16. Aua. Achso, jetzt dachte ich schon, ich bin eingeschlafen. Aber ich habe einfach nur. Kein Mana mehr. Ich habe etwas Scrap gefunden und bin auch Level 10. Das ist sehr schön. Milton Hearts Note. Na, dann werde ich mal den Soldier aktivieren. Mit dem Nahkampf ein bisschen. Du kannst natürlich auch den Dingens jetzt zu spät. Ne, ich kann immer noch wechseln. Du kannst natürlich auch den Shaman. Der ist ja auch in Two-Handed Weapons. Ist der besonders skilled. Aber ich habe ja gar keine. Ach so. Okay. Ich habe jetzt auch ein bisschen was in Physik gesteckt. Also ist es gar nicht mal so schlecht, den zu nehmen. Na dann. Gehen wir noch auf den Arkanisten. Da packen wir doch auch mal noch einen Punkt rein.
Genau, und so kann man sich verschiedene Builds tatsächlich zusammenbauen. Es gibt da auch gibt's ja echt Internet, viele Möglichkeiten. Viele Leute, ne? Es gibt auch im Internet ganz viele Leute, die sich nur damit beschäftigen und dann halt so Build, die idealen Builds und sowas aus testen und aufschreiben. Weil das Ding, was ich jetzt hier habe, dieses komische Auge, ist schon echt kacke. Ich bin echt enthyped. Aber was ist denn mit diesem Viech, was du sammeln kannst und dann explodiert? Oder ist es das? Das ist das. Oh. Das ist so, da hat sich die Beschreibung aber irgendwie epischer angehört. Ja. Ach guck mal, das ist eigentlich nur so ein komischer kleiner so. Böp, böp. Ich meine, es kostet auch keine Energie, aber gut. Also so mit ein bisschen Dreckbollen kann ich auch werfen. Da muss ich nicht erst irgendwas beschwören für. Ja, eben. Eben drum. Aber es bekämpfen die sich auch gegenseitig? Die bekämpfen sich auch gegenseitig, die feindlichen Fraktionen, das stimmt. Oh, das sind gar keine Zombies hier, sehe ich gerade. Das sind jetzt so richtige Corruptions. Söldner oder Schissel? Söldner-Geschissel. Ja, der Zombie hat auch gerade die Fliege angegriffen. Bam! Sowas finde ich immer sehr cool. Ja, ich auch. Das trägt auf jeden Fall zur. Gibt's auch Small hier so. Oh, und Ragdoll ist einfach das Lustigste, was man machen kann. Bei dem alten Titan Quest konnte man irgendwie, wenn du so spezielle Sachen gefunden hast, in so einen Rage-Mode gehen. Dann hast du irgendwie dreifachen Schaden gemacht. Und dann sind die Gegner aber auch so richtig mies mit Ragdoll weggeflogen. So richtig, richtig lustig. Uiuiui. Polished Emerald. Vielen geilen Scheiß. Requires Level 11. Oh, Magic Boots, die sind besser. Die Armor ist schlechter. Die ist auch besser. Das ist so. Okay, so. Und ich habe meinen nächsten Stein fertig. Cracked Lodestone. Wo sehe ich denn diese Steine? Ätherkristall. Sehen denn die aus? Ah. Willst du das vielleicht haben? Weil du kriegst da einen Skill, der heißt Lightning Nova. Soll ich den dir mal geben? Ja. Weil ich gehe nach draußen, nicht, dass wir jetzt verlieren. Ja. Cracked Lodestone. Wo bekomme ich da? Den kannst du jetzt einbauen irgendwo. Und er ist weg. Warte, das da. Ist er das da nicht? Ja. Warum hast du nur. Moment. Warum ist das nur einer? Ich hab dir doch drei gegeben. Hier ist er. Das ist er, genau. Das ist der komplette. Ah. Rechte Maustaste musst du drücken. Genau, jetzt kannst du ihn in deine Waffe einbauen. Ah, okay. Ja, und dann kriegst du diesen Skill, den du damit auswählen kannst. Ah, dann gucke ich aber erstmal, ob ich nicht vielleicht das hier. Habe ich nur ein Schild? Aber das Schild ist halt auch ziemlich gut. Also willst du lieber ein Schild nehmen, oder was? Ja, ein Schild und halt eine Einhandwaffe würde ich gerne haben wollen. Ich habe hier vielleicht, ich könnte dir eine Axt geben von mir. Ja. Ja, komm. Was soll der Geiz? Braucht ja nicht so wahnsinnig sein. Ist okay. Ah ja, dann hast du quasi das in ein Schild eingebaut. Ja, okay, also weil das cool ist ein ziemlich gutes Schild. Das werde ich lange behalten. Das ist grün. Kuchenkasper ist auch. Hackmet, Kuchenkasper, die kenne ich. Die habe ich schon öfters gesehen. Ja, hier. Das Spiel ist übrigens mittlerweile full released. Also ist nicht mehr in Beta oder sowas. Auch nicht mehr in Early Access, oder? Sie ist richtig, ja, ne? Ja. Es ist full released. Das also kostet aber, glaube ich, nur 30 Euro. Wenn überhaupt, ich glaube 25. Aber selbst das. Es ist schon günstig. Vor allem, das ist von der Spielwelt so riesig. Es ist eine zusammenhängende Spielwelt. Ist nicht so wie in Diablo, was dann nur ein Ding. Ja, wobei es kann auch sein, dass es dann wieder verschiedene Abschnitte gibt, aber müssen wir mal gucken. Nee, es sind so keine Abschnitte. Nee, ich nicht? Nee. Okay. Du hast. Ach ja, stimmt, wir haben die Weltkarte schon gesehen, ne? Ja. Das ist nur diese eine Karte. Es geht ja nur in andere Bereiche, weil wir bewegen uns jetzt Richtung Norden und in der Mitte ist ja so. Das ist so Wasser, ne? Ja, genau. So, in groben Teilen erinnert mich die Karte dann ein bisschen an das Kartenlayout auch von. Alter! Wie weit es hier noch bis nach Norden geht. Dum, 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 dum. Ja. Okay. Krass, ey. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Man kriegt hier schon ein bisschen was geboten für das sein Geld. Das auf jeden Fall. Das sollte man nicht meckern. Zack. Da sollte ich mal vielleicht auch gucken, ob ich da nicht auch irgendwie. Alter, ich habe da jetzt ja doch tatsächlich ein bisschen was am Start. Lightning Nova, Item. Achso, durch das Alter. Oh, ich dachte gerade, ich hätte ein cooles Amulett. Das war nur ein Questgegenstand. Ich bin dehyped. So. Amulett ist aus.
Das ist eindeutig Titan Quest 2. Ja, das kommt davon, dass es von ehemaligen Titan Quest Entwicklern gebaut worden ist. Deswegen sieht es so aus und fühlt sich auch eigentlich so an wie Titan Quest. Bam. Hier. Was bist du wieder? Ja. Aus die Fresse! Ach ja. Steffen Enrage. Foggy Bank. So. Da ist doch noch so ein Rift. Ja, yep, ich hab's schon aktiviert. Das ist super. Ich glaube, nee, ich muss nichts verkaufen. Alles gut. Hier geht's in eine Höhle. Ich sehe es genau auf der Minimap. In den Höhlen gibt's Loot. Habe ich gehört. Oha. Wer hat dir denn diesen Bären aufgebunden? Ich weiß es auch nicht. Okay, du willst erst in die Höhle gehen. Ich will erstmal hier Leute töten. Ja, das dachte ich mir doch eigentlich. Eigentlich ist mir scheißegal, wo ich Leute töte. Hauptsache ich töte Leute. Und ich krieg Loot dafür. Bam. Diese komischen kleinen Magic Missiles, die ich hier habe, ey. Die bringen, glaube ich, echt nur was gegen Bosse. Oder gegen besonders starke Gegner. Nicht so wie Leute, die hier einfach so rum. Frozen Heart. Also, ist das jetzt ein Musiktitel oder? Amazon of a Frozen Heart. Ich bin mir nicht so einig, was mit dieser Nova hier ist. Ah ja, okay, da ist der Effekt einfach noch nicht so gut sichtbar. Aber die hat ja ganz gute Reichweite. Ja, so manche Skills sind irgendwie so, da kann man im ersten Moment denken und sich so, ah, fuck, nicht so geil. War's das schon? Kommt da noch was? Ja, ihr seht schon, die Ladebalken und die Ladeseiten echt relativ kurz. Ja. It's my life. So, it's jetzt. Now or never. I'm falling in love. Diese Nova. So. Ist die cool, die Nova, oder ist die scheiße? Es ist in Ordnung. Vielleicht wird die ja noch. Ja, okay. Aber ich finde nämlich mein Slam finde ich eigentlich ganz geil. Ja, komm. Loot! Öffne diese Kiste. Uiuiui. Iron Bits. Jetzt geht's aber los hier. Da habe ich doch. Dafür habe ich die Nova. Die ist eigentlich dafür ganz geil. Für viele schwache Enemies ist die doch ganz gut. Oh, doch, die macht ganz gut Schaden. Will ich habe hier eine Spirit Armor. Willst du die haben? Eine Spirit Armor? Nehme ich doch gerne. Ja. Magic Gloves. Glove. Like Glove. Physic 9 Spirit. Cunning 3%. Offensive Ability. Das kann ich dir anbieten. Cool. Ich soll aber erstmal hier noch. Ein paar Gegner hier wegmisseln. So, zack. Zack. Bam. Dann hau ich dir die doch da mal raus. Zack. Okay. Vielleicht bringen die dir was. Zack. Aber das ist ja wunderbar. Ja, man ist ein bisschen besser. Oh, hier ist ein Slith-Tong. Ein grünes Messer, was richtig scheiße ist. Cool. Na dann lassen wir das mal. Ist das so? Ah, wenn man drauf blickt, sieht man, dass das sogar im Vorfeld. Ja, ist nicht so toll. Schade. Sind wir schon wieder hier in so einem Levelgebiet, wo nur Scheiße droppt oder was? Das kann ich mal. Oh, hier ist so ein Dingens. Ja, so ein Schrein. Aber nicht zu laut. Ja, komm. Aufs Gesicht. Zack. Aber der hält ein bisschen mehr aus. Ja, aus der Schweinepriester hier. Aber kein Problem. Ja, lächerlich. Cracked. Oh, wir haben wieder Devotion Points. Die dürfen wir nicht vergessen. Wie komme ich denn da hin? In dieses scheiß Menü. H? Nee, Skill. S. So, da wollte ich hin. H wie Skill. Offensive Ability klingt cool. So. Ich habe noch einen Punkt. Guck ich doch an. Poison Damage bringt mir eigentlich überhaupt nichts. Was soll ich denn mit Poison Damage? Wo war das jetzt? S wie Skill. Achso. Achso, ja. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit irgendwelche Poison-Geschichten. Das ist doch blöd. Vitality und Bleeding Damage, okay. Locked. Cunning und Spirit. Iron Constellation. Na. Red Cunning Spirit. Bonus to Pets. Plus 8 Cunning. Ist das hier Energy? Fire Damage plus. Pets habe ich keine. Ah, komm, hier den Hawk nehme ich mal. Den Hawk? The Hawk. The Spirit of the Hawk! Oh, die Viper nehme ich. Ja, Mama, ja, Mama. Kann ich die voll machen?
No! So. Keine Punkte available. No points available. Hier unten ist ein Weg, da geht's glaube ich lang. Dann tun wir dieses. Let's follow the road. Hallo. Ihr miesen Schweine. Aber die Gegner, da muss man erst die Großen killen, weil dann sind die Kleinen nicht mehr gebufft. Ah, okay. Gegner, die buffen. Was sind wir denn hier? Heilbits, Geld ein bisschen. Ja, du machst das da unten, ne? Ja, ja. Kein Ding. Aber man merkt schon, so langsam ab Level 10 wird es doch ein bisschen weniger mit der Erfahrung. Ja, das stimmt. Es zieht sich jetzt ein bisschen. Es nimmt ab. Ist aber okay. Patchwork Leggings. Ich wollte schon immer Leggings. Glauben die auch was? Ja, nur ein bisschen. Nehmen wir sie doch. Vital Essence. Du buffst mich doch. Also du bist derjenige mit den Buffs. Okay. Zack. Kein Thema. So. Ja, so zum Zuschauen sind natürlich so Hack-and-Slay-Games immer ein bisschen so... Ja, das... Meh. Aber ich finde, bei Hack-and-Slay-Games hat man immer einen guten Spielfluss. Man ist eigentlich immer so in so einer Spirale aus Töten und Looten. Ja. Da macht man eigentlich Spaß. Und man kann super nebenbei so Sachen hören wie Podcasts oder Musik. Ja, weil wir spielen das jetzt auch komplett ohne Sound, was ja, mir das jetzt wir reden halt nebenbei. Ne? Man braucht auch einfach nicht denken. Einfach ein bisschen aufkloppen und gut ist. Zack. Ab und zu mal ein Skill drücken. Ist eigentlich auch egal welchen. Irgendwas wird schon Schaden machen. Ja, genau. Komm, zack. Und wenn man das Gefühl hat, macht keinen Schaden, machst einfach einen anderen Skill und nimmst den raus. Genau. Und dann skillst du zwischendurch mal ein bisschen. Wobei man hier sagen muss, wenn man viel mit Leuten redet, da muss man dann doch ein bisschen aufmerksam sein. Ja, bestimmt. Weil sonst endet man so wie wir, nicht in der Kanalisation. Richtig. Und immerhin spielen wir auch Hardcore, ne? Also ja. Hier ist alles auf dem Spiel steht hier. Ja, es könnte jede Sekunde vorbei sein, auch wenn wir das sehr gut überspielen. Ja. Mit unseren Skills. Wir haben Angst, das stimmt. Jetzt sind wir wieder hier. Weil wir sind woanders rausgegangen. Ja. Wollen wir weiter hoch einfach? Oder? Ja, komm, wir gehen jetzt weiter hoch. Hier oben ist auch noch das Portal. Hier, ich habe neue Sachen, warte. Das war kacke. Das Ding ist auch kacke. Das ist eigentlich alles kacke. Level 12 muss ich werden. Okay, kommen wir hier hoch auf dieser Hauptstraße. Da wird es weitergehen. Gibt ich auch hab eine Magic Offhand. Ruined Bone of the Aether. Aether. Was auch immer. Keine Ahnung. Egal, ich schmeiß es weg. Solange es tötet, ist es mir egal. Looks recent. Solange es tötet, ist es gekauft. Ja, töten. Pow. Level up. Level 11. Level. Okay, aber ich hole ein bisschen auf, habe ich so das Gefühl. So, was mache ich jetzt mit dem Okkultisten? Ach komm, hier, ich nehme mal. Weiß nicht, kannst du nicht irgendwie Mystery Dragon of the Dead machen, was dann auch nur wieder so. Ich habe einen Raben, geht das? Reicht das? Was kann der Rabe? Der pickt den Leuten dann die Augen aus. Ja. Na gut. Hoffe ich. Was ist das? Nee, er schießt. Ich habe einen schießenden Raben. Natürlich. Finde ich, ist okay. Ja. Reicht mir erstmal, nehme ich. Macht er das so wie in Primal und wirft irgendwelche Bomben? Oh, da ist noch eine Höhle. Nee, der schießt mit Energiepfeilen. Natürlich, wie konnte ich das in der Frage stellen? Ja, du erkundest ja irgendwelche Höhlen, ich muss hier die ganzen Schlangenmenschen töten oder was. Bist du woanders lang gegangen wie ich? Ja, auch hier unten. Ah, du bist da nochmal rechts abgebogen. Ja, aber jetzt komme ich hoch, warte. Okay. Rechts abbiegen hat sich für mich nicht durchgesetzt. So, wir müssen hier dann rechts runter. Das können wir noch nicht, oder kannst du das? Nee, nee, not enough scrap. Pause und weiter geht's. Ach ja, hier sind wir jetzt schon auf dem Weg nach Burridge, ne, dem nächsten größeren Ort. Oh, was ist das? Ein Rift. Nice, the flooded passage. Das hört sich ja interessant an. Oh, das ist so. Wir kommen deutlich schneller voran als ich im Einzelspieler, weil ich... Ich auch. Also ich habe, glaube ich, im Einzelspieler 2-3 Stunden gespielt, um bis hier hinzukommen.
Und das geht doch schon deutlich fixer noch. Ja gut, das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass wir die Nebenquests mal gerade komplett ignorieren. Ja. Aber es ist ja auch okay. Wir wollen euch auch ein bisschen was bieten, ne? Ja. Den Leuten draußen. So, was haben wir hier? Da, Spinnen! Diese Schweine. Zack. Spinnen finde ich hier tatsächlich auch irgendwie ein bisschen cool. Findest du Spinnen cool? Als Gegner? Ja, hier ja, sonst nicht. Ich fand die bei Skyrim immer cool als Gegner, weil die halt ein bisschen dicker waren. Man hat sonst immer so Spinnen nicht in den First Person gesehen. Mhm. Ja, das ist dann doch nochmal was anderes. Zack. Also auch natürlich bei den Vorgängern und bei Earth Defense Force. Hier sind noch ein paar Spinnen. Ja, komm hier. Zack. Meteor! Und tschüss. Ich hab ja für einen Slam. Zack. Bam. Oh, das war. Das hätte ich nicht einsammeln sollen. Oh, was haben wir hier? Detonation Site. Scheiße, da brauchen wir Dynamite für. Oh Mann. Warum haben wir kein Dynamite? Wir müssen mit irgendjemandem mal reden. Sagt uns dieses Symbol. Na gut. Sagt es auch mit wem? Not enough Dynamite. Ja, danke. Wo kriegen wir das jetzt her? Ja, das weiß niemand so richtig, ne? Vielleicht hätten wir doch noch ein paar Nebenquests machen wollen. Ach! Ich kann den Kompass egal. Auch größer machen, das ist nicht schlecht. Kannst du den Kompass größer machen? Ja, hier unten rechts. So viele versteckte Buttons noch. Ja, aber ist eigentlich kacke, oder? Ja gut, ich habe eine andere Auflösung wie du. Du hast ja die biggest Auflösung auf die Ohren. Ja, was nicht unbedingt das Beste ist. Weil, ihr seht ja... Ich nicht anders wegen der Regie, glaube ich. Das ist unser letztes Problem immer. Aber bei mir sind die Sachen... Mit Level 20 plus kriegt man Dynamit, okay. Okay, aber die sind doch auch erst Level 10 hier. Was ist denn da denn los? Ja, ich glaube, man kann einfach, damit man die alten Sachen nochmal, dann sich nochmal überall umguckt, weißt du? Mhm. Finde ich okay. Kann man ja. Oh, ist hier ein Schrein? Ist hier ein Schrein? Nee, das ist einfach nur ein Path, der uns den Weg versperrt. Bam! Nehmt jenes Dynamite Vanguard. Ah, ich krieg auch wieder Bock auf Borderlands. Borderlands so gesuchtet. Borderlands gibt's ja zurzeit für alle Xbox Gold-Mitglieder kostenlos gerade. Echt? Ja, für Games mit Gold. Echt der erste Teil. Borderlands ist echt cool. Hast du es auf dem PC gespielt oder auf Konsole? Ich spiel's auf PC, genau. Alle Teile. mit dem neuesten oder dem letzten bin ich nicht so recht warm geworden. Der war nicht so geil. Aber hier, der zweite Teil war super. Ja, die ersten beiden, da kann ich nichts gegen sagen. Oh, Heilung. Hi. Wer ist er denn hier? Wolvense Inferno, der haut ganz schön rein hier. Aber ja. Das würde ihn auch nicht schützen vor unserer Wut. Zack. Nice. Ja, alles einsammeln. Diese scheiß Fliegenschwärme hier. So, jetzt muss ich kurz gucken, was ich hier gekriegt habe. Toll, einen Revolver, einen blauen. Was soll ich denn damit anfangen? Bessere Rüstung, das ist schon mal gut. Das kannst du. Was haben wir hier noch? Ach, das ist bam. Bräuchten eigentlich mehr Werbepausen, wo wir das in Werbepausen machen können. Wo wir einfach so im Inventar mal komplett rumstöbern können. Was wollte ich denn jetzt hier eigentlich upgraden? Physik? Ja, ich glaube Physik oder Cunning. Ne, Physik wollte ich upgraden. Ich habe ein Level-Up. Gregor, du bist im Bild. Sowas. Ne, alles gut. Sowas. Denkst du, wir machen das nur zum Spaß? Wir sitzen nur hier und spielen unsere Freizeit. Entschuldigung. So. Gregor Katsios, meine Damen und Herren. Ja, nur weil keine Schulmädchen da drin sind, ne? Weiß man nicht. Vielleicht kommen die noch, Jan. Zombie-Schulmädchen. Auf The Doom. Alter, was ist denn das hier für ein Wirrwarr? Ich habe auch so das Gefühl, wir sind irgendwo in der Mitte davon gestartet. Ja, guck dir mal die Karte an, das ist ein Finger-Bullshit. Wir kommen hier nie wieder raus. Ich glaube, wir müssen hier oben lang. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Also, solange Gegner da sind, sind wir richtig. Ja, das stimmt. Das ist meine Philosophie. Lieber Call of Duty. Ja.
Ich glaube, ich muss so langsam. Ah nee, wir haben jetzt ja mehr Stauraum hier bekommen im Inventar. Das ist natürlich gut. Echt? Haben wir das bekommen? Ja. Tatsache. Inventory Auto Sort. Wieso habe ich das? Du bist angegriffen! Das kann nicht sein. Doch! Oh. Du wirst bespuckt. Und Spinnen. Kann ich ja. Ich kann auch aufsteigen, sehe ich gerade. Ich bin ja auch Level 11. Ja, dann musst du mal machen, wenn es dann. Ja, man kommt dir aber auch zu nix. Es geht hier ja Schlag auf Schlag. Der Rabe ist noch da. Ich spüre merke überhaupt nichts von dem, aber gut. Der wird schon wissen, was er tut. Ja, ich glaube, die muss ich einfach noch ein bisschen aufskillen. So, jetzt hätte ich gerne so einen passiven Skill für die Sachen, die ich auch benutze. Habe ich aber nicht. Ich will ja eigentlich nur die Gegner töten und warten dann auf dich. Aber ich komme immer von einem Gegner zum nächsten. Ja, das ist ja auch vollkommen legitim. Ja, also ich gucke mal ein bisschen in den Chat rein. Mach das mal. Sammelt ja. Force Wave. Activate Found Weapon Attack. Genau, das Spiel heißt Grim Dawn und ist von ehemaligen Entwicklern von Titan Quest. Aber nicht nur, also die haben sich irgendwie abgespalten, nachdem THQ ja pleite gegangen ist. Ironclad Games hießen die und haben dann teilweise das Studio gegründet, was das mitentwickelt hat, von dem ich den Namen aber nicht weiß. Aber ist okay. Wahrscheinlich heißt und ja, es gibt einen Hardcore-Mode und den spielen wir auch gerade, weil. Wo sind wir denn hier, ne? Also bitte. Bitte! Und bis jetzt hat er uns noch nicht in die Knie gezwungen, das wie stimmt. Ihr seht. Wir sind aber auch noch im ersten Akt, glaube ich. Ich glaube, das gibt es nicht. Ja, schon wieder. Aber wir sind noch relativ früh im Spiel. Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber man merkt schon, es wird langsam ein bisschen härter. Ja, kann. Ich muss das schon zwei Halbzeiten nutzen. Kann ich nicht mehr Fernsehen nebenher gucken. Das stimmt. Oder an Hannes Gemächt rum. Fingern. Naja, wenn du. Wenn ich mir wenn da. Finger fertig bist, ja, okay. Alter, was war das denn? Ich kann mir einfach den Skill. Hast du das gerade gesehen? Nein. Ich habe einen Blitz auf den Kopf gekriegt. Das ist ja. Oh, der ist Level 12. Das ist. Ich habe ein bisschen Angst jetzt gerade. Yaron, Lord of the Storm. Oh, Scheiße, der war das da. Hast du es gesehen? Holy crap. Warte, da. Jetzt kannst du mal Backenbutter. So. Sag hier. Gibt's gerade zurück. Hier. So. Auf Meteorit. Ich habe irgendwas Blaues bekommen. Ich auch. Da war ich ganz kurz nervös, du. Super, kann ich noch nicht. Erst ab Level 14. Aber dann eine Einhand-Axt. Das ist sehr schön. Da freue ich mich schon drauf. So. Jetzt ist es erstmal wieder sortiert. Nach einem guten Kampf muss erstmal Loot sortieren. Ich habe eine Pickelhaube gefunden. Ich bin mir da nicht so einig. Ist das lustig. Oh Mann. Das ist alles viel zu viel. Ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel Platz. Ja, wir müssen mal zurückreisen. Ich fürchte, es geht nicht anders. Okay, dann machen wir das doch. Manchmal ein Portal. Zack. Dass man das auch jeder so mal machen kann, wundert mich ja, ne? Sonst hast du ja immer so Rollen oder sonst was. Ja, ich finde das auch super. Das entschlackt das. Ich bin falsch. Wenn du es richtig machst. So, hier bin ich. Bereit. Da könnte man noch einen Quest abgeben. Das ist doch super. Eieiei, wie viel Krempel man hier schon wieder hat. Komm, weg mit dem alles. Dreck. Level 12, du kannst noch warten. Weg, 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 weg. Das brauche ich. Nee, das brauche ich nicht. Alles ist alles nicht so. Ich lege erstmal die Sachen an. Die ich benutzen möchte. Wollen wir mal gucken, ob wir so ein paar von diesen Sachen, die man zusammenbauen muss, tauschen können? Weil ich, mir fehlt zum Beispiel noch ein Skaven Get Plating und ein Searing Ember. Oh Gott. Hast du sowas zufällig? Ich habe Rolling Blood, Screwing Platin. Ja, nee, warte. Genau, das bräuchte ich einen, wenn du einen hast. Ja, kriegst geil. Du. Hammer. Habe ich jetzt das nämlich mal zusammen? Cracked Lodestone. Hätte ich einen. Ah nee, du hast den schon gesagt, schon fertig. Ich gebe dir jetzt mal zurück. Frozen Heart hätte ich noch, da brauche ich einen noch. Warte, hier, ich gebe das mal zurück, weil das ist, hast du schon komplett. Achso. Was hast du noch? Frozen Heart. Das habe ich nicht. Schade, davon brauche ich noch. Cracked Lodestone. Ein Cracked Lodestone habe ich auch noch. Fertig. Das weiß ich nicht. Ach, das ist die Chipped Clown, was ist das? Die ist super. Da kriegst du Slam, diese Attacke, die ich auch habe. Ah. Dann packen wir uns die doch da mal. Oder ich warte noch. Welches Level? Ach komm, was soll der Geiz? Alter. Bristly Fur. Kacke.
Battered Shell. Ja, aber ich habe eine. Willst du sie haben? Ja, gerne. Ich geben. Bam, hier. Oh Mann. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen was komplett, du. So, kann ich die irgendwo. Riech mal, was hast du? Ja, ja. Hast du, ich glaube, das linke gedrückt. Nee, du kannst sie einfach nirgendwo einbauen. Haha! Ha. Schade. Naja. Na gut. Man wird schon wieder was finden. Ja. Was hast du noch? Was habe ich noch? Also ich brauche Searing Ember oder Skaven Get Plating. Das habe ich dir doch vorhin gegeben. Ja, aber das war vollständig. Ich will da nicht vollständig. Ich brauche nur ein so ein Ding da. Na gut. Ich würde sagen, wir... Du kannst es auch vollständig haben, wenn du willst. Ja, komm, behalte den Scheiß. Und Polished Emerald. Den brauche ich nicht. So, wir gehen jetzt mal in die Werbung. Währenddessen gucken wir mal, wo wir... Wir gehen ja gleich da oben weiter. Ich gebe mir noch einen Quest ab und dann schauen wir weiter. Ne? Also macht's gut, Leute. Bis gleich.